Hallo, hier bin ich wieder. Und zwar heute mit einem Video über meinen zweiten Lego Transformer. Ja, das ist ja. Ich wollte ihn so designen, dass er aussieht wie ein Glascontainer. Deswegen hat er hier oben auch ein Schild, wo Glas drum steht mit diesem Recyclingzeichen. Das ist ein Aufkleber, den habe ich selbst gemacht. Sieht man, glaube ich, auch. Ja, so sieht er aus. Zum Aussehen gibt es nicht viel zu sagen. Ist halt einfach ein grauer Kasten. Ja. Und ich werde ihn jetzt einfach mal transformieren. So, dann werde ich mal transformieren. Aber wundert euch nicht, wenn manchmal was abfällt, weil der ist nämlich sehr, sehr unstabil. Ja, ich fange jetzt einfach mal an. So, erst einmal lässt sich das hier so aufmachen. Hier kann man schon sehen, dann kommt der Kopf raus. So, hier dieses Mittelstück, das lässt sich nach vorne klappen. Und dann lassen sich diese Teile hier in die Mitte drehen. Und die Nummer 2. Und da ist schon was abgefallen. So. Okay. Dann lässt sich ebenfalls hinten diese Teile lassen sich auch verdrehen. Und zwar so. Gut, dann machen wir hier mal beim Kopf das Teil so hoch und klappen diese Platte hier nach innen. So. Jetzt lassen sich diese Seitenteile auch noch ein wenig schief stellen und dann nach oben drehen und dann einfach nochmal den ganzen Körper nach hinten. So, und dann hier noch die kleinen Arme hoch. So, und das ist der dann. Das ist der Transformer aus dem Glascontainer. So sieht er aus. Was mir besonders gut bei ihm gefällt, das sind, dass die ganzen Platten hinten jetzt auf dem Rücken sind und hier so wegstehen. Also, ich finde, das sieht cool aus. So. Ja, das war's auch schon. Das war meine kurze Präsentation über meinen Lego Transformer. Ich werde versuchen, noch weitere zu bauen. Und bis dahin, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr wollt, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann.